Tag 3 nach der Erdbebenkatastrophe in Nepal. Bild ist vor Ort. Unsere Reporter Klaas Weinmann und Kai Feldhaus schildern ihre Eindrücke. Wir schauen auf die Situation in den völlig überfüllten Krankenhäusern und auf die Situation am Flughafen, wo viele Touristen versuchen, das Land zu verlassen. Am Mount Everest wurden Bergsteiger von dem Erdbeben überrascht. Wir hören hier Schilderungen von einem Überlebenden. Und wir schauen uns die Region etwas genauer an und fragen uns, warum es immer dort zu starken Erdbeben kommt. Das alles jetzt in diesem Bild-Update. In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, herrscht weiterhin absoluter Ausnahmezustand. Die Wasser- und Stromversorgung ist zusammengebrochen. Bildreporter Klaas Weinmann schildert seine Eindrücke. Das hier sind die traurigen Überreste jahrhundertealter Tempel vom Durbar Square, dem berühmtesten Platz Kathmandus. Hinter mir versuchen die Menschen seit 72 Stunden, ihre Liebsten aus den Trümmern zu befreien, ihr Hab und Gut zu bergen. Sie bekommen dabei wenig bis gar keine Hilfe. Immerhin, die Menschen, die sich jetzt unter Plan schützen, sie sind am Leben. Während weiterhin alle Kräfte nach Verschütteten suchen. Suchhunde sind im Einsatz, internationale Rettungskräfte wurden mobilisiert. Die offizielle Opferzahl ist erschreckend. Die Polizei spricht von über 3.500 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Tendenz steigend. Nach Behördenangaben gab es 6.500 Verletzte. Ein Einwohner schildert die Lage. Ich bin seit 3 Tagen hier im Camp. Es gibt keine Organisation, in welcher Form auch immer. In der vergangenen Nacht hat es geregnet. Wir waren alle durchnässt, einschließlich der Kinder. Wir haben die Behörden um Hilfe gebeten und die sagen immer nur, wir sind in einer halben Stunde da, aber es kommt niemand. Die Krankenhäuser, soweit sie noch stehen, sind heillos überfüllt. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch lange nicht klar. Am Flughafen von Kathmandu versuchen Menschen, das Land zu verlassen. Auch dort die Lage vollkommen unübersichtlich, wie eine Touristin aus Indien beschreibt. Es gibt nichts zu essen oder zu trinken. Selbst wenn Sie Geld zahlen möchten, es ist einfach nichts da. Vor 2 Tagen habe ich das letzte Mal eine richtige Mahlzeit zu mir genommen. Es gibt keinen Ort, wo man schlafen kann und es regnet. Am Mount Everest lösten die Erschütterungen eine Lawine aus, wie hier auf diesen Bildern zu sehen ist. Das Basiscamp wurde überrollt. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben. Ein Überlebender schildert seine Eindrücke. Big ice shelf and it was just released. We saw it hit, it kind of hits wood level and then it just shot right back up. And then I saw, I told the group to get down. It just, it was like 4,000 feet of snow just kind of coming and there's nowhere to run. So I told everybody to get down and then I put my hands over my head and like just buried myself as much as I could. And basically the snow hit, it's about 45 seconds or a minute for it to go by. Everything was gone. All our tents were gone. And then like people were pushed, like a guy who stood in front of me was now 30 feet over there. And we're missing one person that we don't know if she's alive or dead. Schauen wir uns einmal die Erdbebenregion an. Der Subkontinent Indien bildet eine eigene Erdplatte, die sich mit hoher Geschwindigkeit 48 mm pro Jahr in Richtung Norden schiebt und gegen die Eurasische Platte prallt. Dadurch entstand der Himalaya und dieses Aufeinandertreffen der beiden Platten löst immer wieder Spannungen aus, die sich regelmäßig in schweren Erdbeben entladen. Das aktuelle Beben war das schwerste seit 80 Jahren. Auch Bild möchte den Kindern von Nepal helfen mit Ein Herz für Kinder. Und auch sie können helfen, das Leid der Schwächsten zu lindern mit einer Spende. Helfen Sie. Spenden Sie auf das Spendenkonto 067-6767 bei der Deutschen Bank Hamburg, Stichwort Nepal. Informationen dazu auch auf bild.de. Dieses Bild-Update aktualisieren wir für Sie den ganzen Tag über aus der Unglücksregion, berichten Klaas Weinmann und Kai Feldhaus für Sie. Hier bei Bild, auf YouTube, Facebook und direkt bei Twitter sind die beiden Kollegen auch für Sie erreichbar.